Radio SAW. Nachgefragt. Der Podcast. Wir sind verbunden mit unserem Kollegen Klaus Vorbrot in Palma de Mallorca. Schön, mit dir zu schwatzen. Grüß dich. Finde ich auch. Hallo aus Palma. Guten Tag. Hier bei uns im SAW-Land wird es langsam kalt. Viele wollen auch ein bisschen Geld sparen, machen das Licht aus, lassen die Heizung kalt. Da kann man natürlich auch wunderbar auf Mallorca überwintern, ne? Da gibt es tatsächlich Initiativen von Hotelgruppen und einzelnen Hotelverbänden, die genau das jetzt in den Fokus ihrer Marketingaktivitäten rücken. Aus der Abteilung in Deutschland Licht aus, Heizung runter und ab auf die Balearen. Dann muss man einmal genau durchrechnen. Es kommt natürlich logischerweise ja Kosten für Flug und Hotel dann dazu. Allerdings muss man auch sagen, in den Wintermonaten sind die Hotelpreise wirklich erschwinglich. Und wenn man eben zum Beispiel ein Hotel bucht, dann hat man ja mit schwankenden Kosten für Energie nichts an der Mütze, weil man ja einen festen Preis für das Hotelzimmer bezahlt hat. In den Hotelzimmern übrigens gelten auch nicht die Regelungen, die ja hier für öffentliche Gebäude zum Beispiel gelten, dass man also nicht mehr als 19 Grad haben darf. Das gilt im Hotelzimmer nicht, weil die gesetzliche Regelung ein Hotelzimmer wie einen privaten Raum betrachtet. Und zu Hause darf man eben in Spanien die Heizung auf eine Temperatur einstellen, die man selber festlegt. Diese Regel mit 19 Grad gilt also nur dann in den Gemeinschaftsbereichen, Restaurants, öffentlichen Gebäuden etc. pp., aber eben nicht im eigenen Hotelzimmer. Deswegen lohnt es sich vielleicht einmal zu rechnen. Die Statistik sagt, auf den Balearen scheint die Sonne 300 Tage im Jahr. Und jetzt ist die Saison auf Mallorca ja so gut wie vorbei. Wenn wir das jetzt alles mal ein bisschen Revue passieren lassen, wie wird denn die Saison eingeschätzt? Das kommt sehr darauf an, wen man fragt. Wenn man also zum Beispiel, bleiben wir bei den Hotelverbänden, die Verantwortlichen dort hört, dann macht sich eine große Zufriedenheit breit, in die sich aber auch eine gewisse Unsicherheit mischt, weil man natürlich auf der einen Seite gesehen hat, wie die Zahlen wieder sehr, sehr, sehr gut waren, was also Tourismus angeht, Übernachtungen, Menschen, die hier ihren Urlaub verbracht haben quasi. Auf der anderen Seite hat man aber zwei große Themen, die hier tatsächlich für Sorgen falten, sorgen. Das eine ist Personalmangel an allen Ecken und Enden. Und das zweite sind eben die Unsicherheiten, die man ja überall im Moment in Europa hat, mit Blick auf Inflation, auf galoppierende Preise, besonders im Bereich Energie und Co. Und daraus sich ableitend der Blick natürlich dann auch in das nächste Jahr. Ja, apropos Preise, wie sieht's aktuell aus mit den Benzinpreisen bei euch? Bei uns ist ein ganz kleines bisschen runtergegangen. Wir sind so ungefähr so bei 1,80, 1,90 für Super. Wie ist es bei euch? Ja, da kommt man vielleicht nicht ganz ran, aber viel weiter weg sind wir auch nicht. Es gilt ja nach wie vor der Rabatt, den die spanische Zentralregierung festgelegt hat. 30 Cent pro Liter spart man ja. Und deswegen liegen die Preise tatsächlich so für Diesel knapp unter 2 Euro. Und bei Benzin liegt es so in der Dimension. Es gibt sogar hier Tankstellen, an denen Diesel jetzt wieder günstiger ist als Benzin. Okay. Wissen wir denn schon, wie das Wetter jetzt die nächsten Tage wird im Herbst auf Mallorca? Also wenn ich es wüsste, würde ich damit Geld verdienen, aber es gibt Leute, die wissen es oder die glauben es zu wissen. Die Wetterfrösche haben ja so eine Langzeitprognose rausgegeben, nach der die erste Herbsthälfte durchaus noch auch von Regenfällen, Unwettern, Gewittern geprägt sein kann, immer stellenweise und zeitweise, also nicht die ganze Zeit logischerweise. Das liegt wohl daran, dass das Wasser sich ja im Mittelmeer ja so sehr, sehr, sehr erwärmt hatte. Wir hatten ja teilweise Wassertemperaturen bei 30 Grad. Und wenn das jetzt auf die kalte Luft aus der Luft trifft, auf die kälteren Temperaturen in der Luft, dann kann es eben zu so Unwetter-Gewittererscheinungen kommen. Das passt sich jetzt ein bisschen an, weil das Wasser sich eben ein bisschen abkühlt. Es gab aber auch schon heftige Gewitterschauer in der vergangenen Woche und in den vergangenen Wochen hier. Wichtig ist, die Meteorologen sagen, die zweite Herbsthälfte, also den goldenen Oktober, den verlegen wir in den November. Da soll es dann stabiler schön sein. Im Moment können wir uns aber auch, was die ersten Oktobertage angeht, nicht beschweren. Die Sonne scheint jeden Tag und wir haben so 27, 28 Grad. Ja, wir machen uns jetzt hier im Herbst schon mal warme Gedanken, freuen uns auf das nächste Jahr, auf 2023 und überlegen jetzt schon, ob wir dann vielleicht mal nach Mallorca rüberfliegen. Gibt's denn schon so eine kleine Vorschau, auf was man sich so einstellen darf? Also was ganz sicherlich passieren wird, ist, dass die Preise sich nicht wirklich wieder auf ein Niveau bewegen, das wir von vor Corona kennen. Und das ist eben, wie eben schon mal angedeutet, die große Unsicherheit. Hier sind sich die Experten nicht einig. Auf der einen Seite gibt es eine relativ gute Vorbuchungslage. Also viele Menschen entscheiden sich jetzt schon, ihren Urlaub fürs nächste Jahr zu buchen, weil das eben in der Regel ja einen Preisvorteil mit sich bringt. Auf der anderen Seite weiß man natürlich nicht, mit Blick auf die Entwicklungen, Inflation, Preise eben zu Hause ist das Leben ja auch teurer.
wie viele Leute tatsächlich sich einen Urlaub auf Mallorca im nächsten Jahr gönnen können und wollen. Das alles führt dazu, dass man tatsächlich so ein bisschen in eine Glaskugel schauen muss. Aber eine gewisse Grundauslastung, die wird man ganz sicherlich haben mit Tourismus. Da kommen ja nicht nur die Deutschen und die Engländer, es kommen ja eben auch Skandinavier. Auch im nächsten Jahr wird es wieder die Direktverbindung aus New York geben, die amerikanische Touristen dann hierher bringen, sodass grundsätzlich der Optimismus überwiegt. Aber es machen sich eben auch Zeichen von Unsicherheit breit. Wir freuen uns jedenfalls auf den nächsten Mallorca-Urlaub, vielleicht ja jetzt noch im Herbst. Dankeschön nach Palma de Mallorca, Klaus Vorboth. Sehr gerne und herzlich willkommen für alle, die kommen wollen. Radio SAW. Nachgefragt. Der Podcast.